Christoph, dann lass uns einmal auf die Ukraine blicken. Das Nadelöhr in Bachmut, das wird immer enger. Wie groß ist denn jetzt überhaupt noch der Korridor, durch den die ukrainischen Truppen versorgt werden können, beziehungsweise im schlimmsten Fall auch abgezogen werden könnten? Also da gibt es Angaben, die besagen, dass dieses Nadelöhr, dieser Eingang in den Kessel, nur noch 3 Kilometer breit ist. Ich habe mir das auf der Karte angeguckt und ich komme da auf eine Breite von circa 5 Kilometer. Aber das macht es auch nicht wesentlich besser für die Ukrainer, denn dieser Korridor oder dieses Nadelöhr ist im Prinzip in der Reichweite der russischen Artillerie. Da gibt es wohl keine einzige Versorgungsader mehr, die frei befahrbar wäre. Das berichtet auch ein wichtiger Blogger hier, Juri Padalaka. Und er sagt, dass die Verbände der Ukrainer in Bachmut in einer äußerst komplizierten Situation seien. Und die Kämpfe gehen natürlich weiter in Bachmut. Die Wagner-Söldner sind da wohl auch im Süden der Stadt und im Norden auf dem Vormarsch, machen da wohl auch nach russischen Angaben kleine Fortschritte. Aber noch denken die Ukrainer, so zumindest kriegen wir das hier in Moskau mit, nicht daran, Bachmut wirklich fallen zu lassen. Und die Wagner-Söldner, die gehen jetzt auch noch Richtung Norden rauf. Und zwar ein kleiner Ort wird da anvisiert, der heißt Rai Alexandrowka. Das ist ein Ort mit eigentlich nur 1000 Einwohnern, aber das ist ein Verkehrsknoten und Versorgungspunkt für die Ukrainer. Und da geht es dann schon um den nächsten potenziellen Kessel, und zwar bei Seversk. Und das Ganze ist nur ca. 30 Kilometer nördlich von Bachmut. Und auch da wird die Lage für die ukrainischen Streitkräfte immer prekärer. Auf der anderen Seite muss man aber dazu sagen, dass die Russen sich sehr wohl bewusst darüber sind, dass die Ukrainer im Hinterland Streitkräfte zusammenziehen, Verbände zusammenzuziehen, die äußerst schlagkräftig sein könnten. Das heißt, mit einer Gegenoffensive muss jederzeit gerechnet werden, nahezu an jedem Ort der Front, und die erstreckt sich über rund 800 bis 900 Kilometer im Osten und Süden der Ukraine. Also von daher ist hier niemand so naiv und redet hier von bevorstehenden Siegen, sondern man weiß genau, wie brenzlig es ist und wie schwierig die Lage auch für Russland werden kann, wenn die Frühjahrsoffensive kommt, in wenigen Tagen oder vielleicht erst in wenigen Wochen. Christoph Wanner, Dankeschön nach Moskau. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten, eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt.